Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Im letzten Part haben wir einen Saphir gesucht. Wir haben keinen gefunden. Jetzt ist die Frage, gehe ich erst in Tempelbezirk, hoffe da einen Saphir zu finden? Schick. Auch schönes Detail, dass die das einfach so eingebaut haben. Was soll ich gerade sagen? Ach ja. Und hoffe da einen Saphir zu finden? Oder... riskiere dabei aber mit der Hauptstory so weit voranzukommen, dass ich die Zeitquest nicht mehr machen kann. Wobei, ich muss in den Tempelbezirk und in den Sumpf. Solange ich also einfach nicht in den Sumpf gehe, sollte das nicht passieren. Und wenn ich jetzt keinen Saphir finde, kann ich ja immer noch die 500 Orens ausgeben. Wieso hat der das eigentlich? Ich meine, gut, der ist ein Alchemist, aber... das habe ich schon gelesen. Beim Alchemisten ja wahrscheinlich eher Alchemiezutaten als... oh, zwei Orens. Als Edelsteine... ja, ist gut. Der Teleporter ist aber hartnäckig. Gehen wir mal hoch, bevor der Chor noch ein Kind kriegt. Okay, wir haben noch ein paar Holztruhen. Bier, Salpeter. Ich glaube, die wurden noch, auch noch nicht zurückgesetzt, die ganzen Sachen, die ich hier geplündert habe. In den Elfenruinen vielleicht? Habe ich da vielleicht einen Saphir einfach nicht mitgenommen, weil mein Inventar voll war? Ich meine, gucken können wir mal. So, die Elfenruinen bitte. Ist ja angenehm, zumindest mal ein bisschen Quick Travel zu haben. Vor allem in den Sumpf, da jedes Mal die Aktion mit dem Bootsmann. Gott. So, wo liegt hier was? Hier liegt was. Malmstein, das... achso, das ist ein Schleif. Die ist respawned. Und hat mich gebacksteppt. Und Geralt zieht das falsche Schwert, weil warum auch nicht. Okay, die hat resistet. Dann versuchen wir nochmal ein... war das ein Tempotyp? Ich glaube, ich habe erst versucht, die im Heavy zu machen, dann ist die dauernd gedodged, oder? Ach Leute, mit R ziehe ich. Achso, ich dachte, mit R stecke ich die Waffe weg. Ja, ich habe ein bisschen Skyrim gespielt, deswegen bin ich da jetzt rausgekommen. Nee, jetzt. Okay, ist kein Saphir, aber nehme ich auch mal. Aber ja, hätte ich mir eigentlich denken können, dass die respawned ist. Fackel. Okay, letzter Versuch. Diamantstaub. Snet braucht aber auch kein Mensch. So, und hier war auch nichts. Der hat nur was zum Futtern dabei und hier komme ich nicht weiter. Und das war gerade eine seltsame Zeitlupenbewegung. Hier sind auch gar nichts sonst, ne? Hier ist nur dieser Kammer von dem Alp. Ich meine, ich könnte theoretisch auch durch die Grabstätte in den Kloaken laufen, aber das ist es eigentlich nicht wert. Ich mache jetzt mal die Tempelbezirk-Quest. Wenn ich nebenher einen Saphir finde, nehme ich den mit. Und wenn nicht, dann zahl mal halt in Gottes Namen die 500 Orens. Ich habe es immer noch nicht ganz aufgegeben, die gute Rüstung zu kriegen. Vielleicht sollte ich das langsam mal, weiß ich nicht. Vielleicht ist jetzt auch Leuwarden wieder an seinem Händlerplatz, wenn ich da tagsüber hingehe. Und vielleicht verkauft ihr mir ja einen Saphir für weniger als 500.
So, was waren die Quests eigentlich? Halt, ja. Nee, nee. Nee. Ach ja, die gibt's ja auch noch. Kommen Kikimoren in den Händlerbezirk oder was ist das? Ja, das ist es. Die Spur verfolgen. So. Ja, von den Kikimoren wurde ja der Hund geredet, aber gesehen aber noch keinen irgendwie. Im Sumpf sind die nicht. Und Sumpf ist auch nicht der Punkt. Also, ja, wahrscheinlich kommen die nachts im Händlerbezirk raus. Ne, das war eine Sackgasse. Das ist halt die Sache, wenn man mit Questmarkern arbeitet, wenn man nur die Richtung. Wenn man die dann zu penetrant verfolgt, dann landet man schnell an der Wand. Ich erinnere nur an diese berühmte Skyrim-Vorgehensweise, wo man eigentlich nur um den Baugebiet herumlaufen müssen, aber es einem trotzdem naheliegender vorkommt, sich richtig dumm an den Berg hoch zu glitschen. Ich hatte auch mal mit Alex einen Dialog, und das war buchstäblich der Wortlaut dieses Dialogs. Und zwar waren wir gerade WoW spielen. Er wollte mir erklären, wo ich für eine Quest hin soll. Zitat, er. Okay, sobald du aus dem Dorf raus bist, dann einfach den Weg lang und die Bergwand hochgeskyrimmt, dann bist du eigentlich schon da. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Ich bin Tatsache, dass du sicher. gerade ernsthaft hochgeskyrimmt gesagt hast, oder die Tatsache, dass mir klar ist, was du damit meinst. War dann meine Antwort darauf. Ja. Es ist halt so. Jeder, der Skyrim einmal gespielt hat, weiß, was damit gemeint ist. Das war, weil das jeder gemacht hat. Spätestens an dem Punkt, wo er nach Hoth-Rotgar sollte. Vor allem gibt es ja zwei Wege nach Hoth-Rotgar. Einmal der Weg, den jeder nimmt. Und dann noch der hinten bei Helgen rum. Den gibt es auch noch, wie ich gestern rausgefunden habe. Ihr? Worüber? Ihr werft mich nicht noch einmal in die Kloaken. Das läuft so. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und wenn ihr euch weigert, landet ihr im Kerker. Spielt ihr gern? Ich schon. Spielen. Ich wette, ich kann euch die Nase abschneiden, bevor ihr noch mal niesen könnt. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt, ja? Hört zu. Ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ich weiß, wo man sie finden kann. Regelt das mit ihnen und eure Probleme haben ein Ende. Und mir helft ihr obendrein damit. Wie hört sich das an? Vielleicht. Ich jage keine Menschen. Ach komm, Geralt. Wir werden sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Die Salamandra haben den Drogenhandel so gut wie übernommen. Wenn sich ihnen niemand entgegenstellt. Warum sollte mich das kümmern? Die sind hinter euch her. Vernichtet sie. Holt euch die Informationen, die ihr braucht, und kehrt hierher zurück. Oh, und nehmt sämtliche Drogen mit, die ihr findet, als Beweismittel. Wo soll ich anfangen? Ein Informant sprach von einem Händler namens Angus, der etwas Pulver besitzt. Er arbeitet im Elendsviertel. Wir müssen wissen, woher er seine Ware bekommt. Er ist häufig in der Taverne. Der will doch nur sein Fistech haben, der Typ, was alles andere ist dem Schnurz wurscht. Aber gut. Ist es abends oder ist es nachts? 0:30 Uhr, nachts. Okay, also gucke ich erstmal im Elendsviertel vorbei. Wo war denn das? Hier. Questmarker zeigt auf die Taverne, das muss aber nichts heißen. Moment, das ist falsch. Questmarker zeigt auf irgendeinen Punkt, heißt ja nur, dass der Charakter zu irgendeinem Tageszeitpunkt an diesem Ort sein wird. Ich erinnere an die Aktion mit Soltan. Leben. Okay, im Elendsviertel habe ich ihn aber gerade nicht gesehen. Ich meine, wenn da ein Mensch steht, dann ist er einigermaßen auf. Vielleicht habe ich ihn übersehen, kann sein, aber jetzt schauen wir erstmal kurz in die Taverne rein. Na komm, hier runter, so. Ja. Das sah gerade von weitem aus wie so ein stiliertes Bild von einer Person.
So in dieser Art, wie die Wandbilder in Dragon Age 2 auch häufig waren. Dass das hier halt so die Haare sind. Oder so ist ein Batman-Symbol, je nachdem, oder ein Batman-Kopf, je nachdem, wie man es dann genau betrachtet. So. Hier ist keiner mit Namen, aber die Schurken könnten noch was sein. Vielleicht nicht. Die Wachen bereiten eine Razzia vor. Was glotzt ihr so? Ach, gleicher Synchrosprecher. Zum Teufel damit! Ich glaube mal nicht, dass die Kellnerin in der Absteige hier einen Saphir hat. Mit dem Zeug rede ich so gesalbt, dass alle Bräute zu mir kommen. Und wer nicht kommt, eine der hat eine geschossen. Welche ist das wohl? Ich habe Volltest gesehen. Echt wahr. Beim Leben, ja, vielleicht. Gestern Nacht entkam ich einigen Kreaturen. Du bist der Prügler gewesen, oder? Lass mich schlafen. Ja. Okay. Dann. Überflüssiges Gefasel. Vielleicht weiß der Gastwirt was. Götter segnet mich mit. Verdammt. Nein. Ade. Vielleicht weiß die Kellnerin was. Habt ihr euch entschieden? Habt ihr. Was? Hab ich mit dir geflirtet gehabt? Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. What? Moment, darauf reagierst du nicht, Geralt? Hundetalg. Ich brauchte 3, ne? Der Reward wird's nicht worth sein, das weiß ich jetzt schon, aber versuchen kann man es ja mal, ihn zusammenzukriegen. Was sollte ich gleich wieder tun? Okay, also hier ist er nicht. Ich könnte warten, bis es, keine Ahnung, früher Abend. Was sagt denn der Questlog? Nö, Elendsviertel. Warte, das ist das Elendsviertel? Mich juckt's in den Fingern, jemandem einer reinzuhauen. Das hier ist das Rotlichtviertel. Das Elendsviertel? Nee, das war das Gesindeviertel. Oh. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Okay. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Ich bin nur Banditen und ein Banditenanführer. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Die Frau vielleicht? Wer ist da? Ich frag mal im Bordell nach, vielleicht wissen die was. Das ist nur eine Kurtisane. Wo ist denn die Chefin? War ich überhaupt schon mal drin? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube nämlich nicht. Gott, ich brauche mehr Inventarplätze. Ich habe eigentlich genug Blumen. Was ist das? Das ist Salpeter. Statt dass Salpeter keine Alchemie, nicht bei den Alchemiezutaten landet. Moment, wo ist die Chefin? Mit. Lass mich raten. Ha. Wir hätten jetzt auch damit rechnen können. Ja, aber wo ist denn die. Eine, die den Namen hat. Den ich vergessen habe. Hier ist nur die eine Kurtisane. Hä? Ich meine, versuchen kann man's. Ich würde sogar bezahlen, um bei euch zu sein. Musste nicht. Adieu. Die Karte haben wir schon. Nee. Wo steckt die? Die stand doch immer vor dem Bordell. Wo sind die jetzt? Ich könnte Boxfleisch fragen, aber da muss ich wieder bezahlen, dass ich da reinkomme. Was ist hier eigentlich? Der stehendes Haus. Ja. Lass mich raten. Hier ist niemand.
Aber trotzdem noch irgendwie Brot, was anscheinend noch essbar ist. Ich meine, Hexer werden nicht krank, aber trotz... Warte, habe ich noch ein Toussaint Rot dabei? Ja, habe ich, okay. Dann sage ich nicht nein. Löst das Problem aber nicht. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Ich weiß halt auch nicht mal, wonach ich suchen soll. Hinter jener Ecke, da bewegt Endlich sich was. Eine solide Mahlzeit. Wahrscheinlich wieder diese Ungeheuer. Was ist hier drin? Noch mehr Schurken. Ich kenne Thaler. Überlegt euch also gut, ob ihr etwas sucht Abenteuer tun wollt. Nein. Ihr habt euch wohl verirrt. Verdammt, was für eine Missgeburt. Ihr sucht Abenteuer? Ich würde ja sagen, es wäre seltsam. Verdammt bin ich heute. Wenn unter den allen Typen, die nur Schurke heißen, random einer ist, der den Questdialog hat. Aber das war ja mit den Frauen im Rathaus nicht anders. Oh, habt ihr schon gelesen? Nein. Was kann denn weg? Gänseschmalz kann weg. Komm her. Bla 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 bla. Und weg. Ja. Okay. Seht ihr die Wachsen? Obere Stockwerk vielleicht? Ach ja, hätte ich da. Meine Eier jucken. Das war interessant. Sucht euch ganz nach Belieben ein Mädchen aus. Ihr habt euch wohl verirrt. Seht euch vor. Alle arbeiten Hier hat einer die Hose gestohlen. Na warte, wenn ich die erwische. Du trägst eine Hose. Ich verschwinde hier. Ich meine ja nur, du trägst eine Hose. Hallo? Nierenfett. Nein, das ist kein Hundetalk. Den habe ich nicht, Mann. Aber sparen wir mal ein bisschen den Inventarplatz. Habe ich Pepperwodka schon? Ja, okay, dann kann ich den nehmen. Okay, sie heißen alle Schurke und alle sind in dem Haus hier drin. Ja! Worum es auch immer hier geht. Ich meine, ich könnte jetzt theoretisch die Zeit vorspulen und zu verschiedenen Tageszeiten hier wieder herkommen. Endlich eine solide Mahlzeit. Es hat keinen Sinn, den Himmel zu verfluchen. Wer ist da? Wieso stehen das hier so komisch? Das ist unser Gebiet, verschwindet. Langweilig. Hoffentlich überlebe ich diesen. Okay, das Lagerhaus haben wir hier noch. Lagerhaus klingt auch nach, wo man den Drogendeal machen könnte. Oh, der ist leer, der Schrank. Und lass mich raten, Überraschung. Kessler sagt ja sonst nichts, ne? Angus. Okay, ich habe einen Namen, das ist mehr, als ich eben noch hatte. Noch ein Kleiderschrank. Wie um die Zeit halt auch irgendwie niemand zu Hause ist. Okay, aber einen Namen zu haben hilft. Dann muss ich nicht random jeden Schurken anlabern, sondern ich weiß, dass der Typ, wie gesagt, einen Namen hat. Ich weiß nicht, wo er ist. Wo geht's denn hier hin? In die Kloaken? Da ist noch ein Zugang. Lol. Die Kloaken sind größer, wie man denkt. Ah, und Überraschung, Ertrunkene. Kommt mal her. Und zwar alle. Geht er noch? Nee. Sah nur so aus. So, jetzt nimm die. Und dann geh wieder hoch. Danke. Nein, ich will immer R drücken zum Looten. Gott. So. Fass, Münze, hergeben. Map. Wo bin ich?
Lokale Karte, bitte. Hier war ich noch nicht. Was ist der Eingang hier? One way? Ist das euer Ernst? So, und da vorne links. Und Überraschung, Ertrunkene. Wir hätten es auch damit rechnen können. Ja, kommt ruhig alle her. Habe ich kein Problem mit. So, den Teil kenne ich aber. Der hat es irgendwie überlebt gehabt. So, hier ist zu. Aber jetzt habe ich den Schlüssel, den ich vorhin bekommen habe, genau. Als ich das letzte Mal hier unten war, habe ich dann noch diesen Schlüssel aufgesammelt. Kloakenseitenarm. Nicht sehr viel sagen. Aber ich kann ein bisschen XP sammeln. Oho, da kommt ein großer. Aber leider nur ein Ghoul, kein Aalghoul. Da ist eine Feuerstelle. Nachladepunkt? Was ist ein Nachladepunkt? Ich meine, hier geht's so rum, das heißt, ich werde erstmal überhaupt nichts sehen. Holy cow. Aber dann so rum und dann müsste es da unten eigentlich zusammenlaufen. Nächster Ghoul, alles klar, komm her. Die sind ja mittlerweile auch mit zwei Schlägen down. Hier sehe ich gar nichts. So. Bringt mich nicht wirklich weiter, weil ich komme eh nicht nochmal runter, von daher. Also hier ist eine Feuerstelle. Ich hatte ein Level-Up anscheinend, was ich nicht bemerkt habe. Und ich wollte mir eh das neue Trankrezept angucken. Also passt das wohl, schätze ich. Vitalität plus 2 für jede Charakterentwicklungsstufe. Niederschlagresistenz 50%. Schaden plus 30%, wenn der Gegner blutet. Oder einfach stumpf alle Werte hoch. Das klingt gut. So, hier brauche ich Silbertalente, oder? Ja. Und ich habe nur noch Bronzetalente. Ist irgendwas, was ich noch nicht habe? Oh ja, das hatte ich noch nicht. Ich habe schnelles Silber noch nicht aufgewertet gehabt. Lol. Ich habe überhaupt nichts im schnellen Silber. Lol. Ein starkes Silber und ein groben Silber habe ich reingehauen, aber nicht ein schnelles Silber. Hm. Kein Wunder hat die Dingens hier. Ist nicht gestorben. So. Was war denn dieser neue Trank da? Hier, ein Trank für Triss. Nee, doch nicht. So was anderes. Die Wirkung von Alkohol auf. Das wäre auch mal interessant. Ich glaube, davon mache ich mal einen. Ich mache 2. Ich mache 3. Einfach damit ich die mal hab. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das mal eine nervige Wartezeit überspringt. Davon abgesehen. Das ist interessant. Wolf, ich glaube, der ist neu. Oh, hi. Jetzt wartet halt kurz, meine Herren. Ihr sterbt ja schon noch. Was habt ihr denn so eilig? Also wirklich, manche haben echt keine Manieren. Ich wollte irgendwas machen, was war denn das? Ach ja, genau. Ich wollte ins Inventar gehen und dann auf diesen Knopf hier drücken.
und dann hoffen, dass ich mir... Okay, ist abgeschlossen. Schade. Ist noch ein Punkt, den ich nicht aufgedeckt habe? Nein, gibt's nicht. Nachlade... Ach so, dieser Ort der Macht ist mit Nachladepunkt gemeint. Jetzt blicke ich's. Nee, okay. Dann der nächste Ausgang ist... Ist der... Hier, wenn ich zum Tempelbezirk will. Ja, ja. Ui, jetzt aber. Klar, wenn ich meditiere, respawnen die auch alle. Okay, wo bin ich? Ich bin einfach geradeaus, okay. Na, komm, Geralt, runter, danke. Und jetzt mit Fullspeed. Naja, kein Dorf. Kann ich die ja hier zwischen aufmachen? Ja, kann ich, lol. Warte, war ich da schon? Alter. Okay, ich war ja schon. Never fucking mind. Da war die Kamera etwas schneller als erwartet. So, jetzt aber raus hier. Ist immer noch mitten in der Nacht, oder? Ich habe auch nur eine Stunde meditiert, das war nicht clever. Hätte man bis morgens meditieren sollen. Wie viel Uhr haben wir es denn? 5.30 Uhr. Wie gesagt, ich kann mal gucken, ob vielleicht Leuwarden jetzt wieder an seinem üblichen Punkt steht und ich schon neben Saphir bekomme. Ich hab Schmerzen in der Brust. Und ansonsten könnt ihr einfach hinten an dem Lagerfeuer halt immer mal wieder ein paar Stunden vorschieben und gucken, ob der Angus-Typ hier steht. Schrägstrich in der Taverne ist. Regnet und es schüttet. Machen wir mal. Sagen wir mal bis morgens. Ich gucke immer jeweils hier draußen und in der Taverne. Ah, hi Kumpels. Da, Schuck. Ah, Angus. Perfekt. Wer seid ihr? Ist doch egal. Seid ihr Angus? Oh, der ist gereizt. Was zum Henker soll egal bedeuten? Dass du das ja eine scheiß Laune hast. Das soll's bedeuten. Ich brauche ein paar Sachen. Wer sagt, dass ich Sachen anbiete? Klaut die Schale eines Bettlers. Gute Idee. Joey, Boxfleisch, Kalkstein, Taler. Er ist Joey. Ist die Wache Joey? Kalkstein. Der alte Wicht und sein loses Mundwerk. Na gut, wie viel wollt ihr? 4 Unzen. Oh, so viel habe ich nicht. Aber für 1500 Orens schreibe ich euch eine Empfehlung für Leute, die da weiterhelfen können. Es liegt an euch. So viel habe ich nicht. Was wollt ihr? 1500 Orens. Wie wär's mit Nein? Schön artig, Arschloch. Wer unterstützt euch? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Ihr macht da einen schweren Fehler. Spuckt es aus. Wer sind eure Lieferanten? Leckt mich. Ich hau ab. Gute Idee. Aber welche? Ja, ist mit dem Hinterherren auf die Idee, welches selber gekommen. 1500 Ohren, ich glaub's, hackt. $500 für eine Prostituierte ist eine Sache, aber 1500 nur für eine Quest, vergiss es. was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, das war ja sogar nur so, dass ich mit den 500 Orens die Berechtigung bekomme, die Dienste von dem Bordell in Anspruch zu nehmen, ne? Weiß ich gerade nicht mehr. Ihr seid ein sturer Hurensohn. Das werdet ihr noch bereuen. Ich habe höflich gefragt und nichts bekommen. Vielleicht klappt es ja so. Höflich. Was? Ach so, der will. Okay. Lass mich dir mal zeigen, woran du bist, Kumpel. Oh, du bist ein Hippo-Charakter. Ja, würde ich mir echt denken können.
Bla bla bla. Und weg. Inwieweit das clever war, ist eine andere Sache. Es war clever. Statt 1500 Orens auszugehen, habe ich 70 bekommen. Ist doch was. Aber Saphir hat der Dude leider auch keinen. Aber Fackel, wieso hat die da eine brennende Fackel im Kleiderschrank? Und nochmal rote Rosen. Irgendwie zieht sich hier ein Theme durch. Na egal. Der Part ist erstmal zu Ende. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm gonna go to the top of the